Hey Leute, was geht? Personstadt und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch die ersten paar Maschinen, Geräteliste und blablabla vor. In dem Video kommen jetzt Marken wie Challenger, Fendt, Joskin, New Holland, Ferguson, Steyr, Valtra und ein paar Anhänger. Ja, ich lese sie vor und stell sie euch dann, mach euch ein Bild und ihr könnt dann langsam ja, durchgehen und eure Favorites oder was, auf was ihr euch am meisten von den Maschinen freut, sagen. Das heißt, warte, wir machen es jetzt. Die erste Maschine wird Hersteller Amazon, Modell Condor 15001. Ist eine Saatmaschine, um ja, Ernte zu setzen. Ja, da stehen jetzt keine, bisschen scheiße, da steht nichts, wie groß die ist oder so. Aber das ist die erste, die ihr auf dem Trailer sieht. Also ist schon eine große, sagen wir es so. Dann haben wir den Hersteller. Amazon wieder, UF 1201, what the fuck. FT 1090, die Dings ist jetzt runtergegangen. Ja, Hersteller Amazon ist eine Spritze. Also ist für die Spritze anzubauen, irgendwie so habe ich, denke ich mal, ja. Dann Amazon, also Hersteller Amazon UF 1201. Das ist eine Spritze, 15 Meter groß, das weiß ich selber. Die haben wir auf der Arbeit. Die ist cool, ziemlich cool. Dann Capello Helianthus 5700. Ich denke, das für die Sonnenblume, sieht so aus. Dann kommt der erste Traktor, Challenger MT 700E. Also ein Challenger mit einer Kette. Sieht richtig geil aus. Dann kommen wir zum zweiten Challenger, MT 900E, mit Doppelreifen, zweiachsig, denke ich, irgendwie so. Ist ziemlich geil und wird auch ziemlich teuer sein, die zwei von Challenger, denke ich mir so. Fendt, der wird auch teuer sein. 900 Vario, sieht richtig geil aus. Dann kommen wir zum nächsten, das ist ein Fliegel DPW 180, haben wir auch auf der Arbeit. Ja, ist gut, haben wir auch auf dem auf diesem Spiel jetzt. Ja, dann Horsch Pronton 59DC. Das sollte, ich sehe, ist jetzt auf dem Bild ein bisschen klein. Ich rate mal, vielleicht ist es eine, auch ein Saatmaschine. Hoffe mal, oder was anderes, ich sehe es jetzt nicht so gut, tut mir leid. Dann Joskin Betimax RTS 7500. Das ist ja Viehanhänger, da könnt ihr Tiere auf euren Hofen fahren, verkaufen, dahin fahren, durch das ganze Land, mit den ertrinken im Wasser. Keine Ahnung, ob ihr es macht. Ich hoffe nicht, weil Tierquälerei, na. Dann, das ist ein Gruber. Körkerling Allrounder. Allrounder, ja. Gruber. Dann, den haben wir auch in diesemjährigen Spiel, also FS 15. Krampe Bandit SB 30, 60. Dann, ein cooler Trucker. Lizard TX415 Barrel Core, dann Maxi Ballengabel für ja Ballen, dann Manitou, den haben wir auch auf der Arbeit, MLT 840, der ist richtig geil. Und dann kommt mein Lieblingstraktor, ist vielleicht nicht das der beste von allen jetzt, aber ist mein Lieblingstraktor, Massey Ferguson Modell 8700, den haben wir auch auf der Arbeit. Und der ist einfach so geil. Dann kommen wir sofort zu noch einem Massey Ferguson Mähdrescher Activia S 7347. Der sieht auch geil aus.
Ja, dann noch Massey Ferguson, Free Flow, also für alles. Ich denke, da kann man Raps alles, ja, mitnehmen, wegernten und so. Dann Metaltech PP20, das ist, um noch mehr Getreide reinzumachen, extra Waggon, irgendwie sowas. Ja, New Holland ist auch eine geile Marke. SP400F Spritze, also ist eine Spritze. Ja, sieht geil aus. Also, wenn ich jetzt einen kleinen Trailer-Ausschnitt finde, von dem, wenn ich nicht vergesse, schneide ich das ein. Ihr seht jetzt, das sieht so geil aus. Dann Pöttinger Nova Cut 301. Ja, und schneiden, Gras schneiden. Dann Pöttinger Nova Cut X8ED, doppelseitiger. Das heißt, man kann links und rechts schneiden. Dann, ja. Für Mähdrescher Rostelmesh Powerstorm Stream 900, dann Rostelmesh Torum 760, dann kommt ein Salford 8312 und ja, da kommt noch ein geiler Traktor, Steyr Multi, sieht richtig geil aus und wird auch richtig geil sein, wird auch ein bisschen teuer sein, denke ich. Ja, Federstand, Modell Carrier XL 825 und dann, das ist wirklich der geilste. Also, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber der ist geil. Den finde ich so cool, ich weiß nicht wieso. Das ist ein Valtra T-Serie. Den haben wir jetzt, ich habe den irgendwo in Luxemburg gesehen. Den gibt es auch nur zwei, dreimal in Luxemburg, denke ich. Ich weiß nicht mehr. Das ist der geilste, den es gibt. Also, der sieht wirklich richtig geil aus und ich hoffe, man kann den färben, also andere Farbe blau, rot machen, weil. Dann ist er richtig geil. Ja, das war's dann mit dem Video, denke ich, bis jetzt. Tut mir leid, wenn ich die meisten Marken bisschen scheiße geredet habe oder nicht den richtigen Namen erkannt habe, aber ja, ist ein bisschen schwierig für mich. Ihr wisst ja, Luxemburgisch und Deutsch ist nicht dasselbe, ist was anderes und ziemlich schwer und. Es tut mir wirklich leid, aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.